herzlich. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Franzi und mache heute Abend mit euch eine richtig schöne Runde Sport. Eine Full-Body-Workout-Stunde steht auf dem Plan. Eine Kombination aus Kraft- und Ausdauerübung haben wir heute. Ich gebe euch natürlich wie immer eine Einsteiger-Variante und eine fortgeschrittene Variante, sodass ihr die Möglichkeit habt, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Ihr macht es einfach so, wie es für euch am besten passt. Alles in eurem eigenen Tempo. Ich hoffe, ihr seid startklar. Wir brauchen heute tatsächlich nichts weiter, außer, natürlich wie immer, gute Laune, eine Matte für den Schluss und ein kleines Getränk und ein bisschen Motivation und euren eigenen Körper. Kein Zusatzgewicht, reines Bodyweight-Training heute und wie gesagt, eine Kombination aus Kraft und Ausdauer. Wir haben heute immer eine Belastungszeit von ca. 45 Sekunden, 15 Sekunden Pause und das Ganze machen wir in Summe dreimal. Wenn ihr aber zwischendurch das Gefühl habt, die 45 Sekunden sind euch zu lang, dann macht ihr es halt einfach ein bisschen reduzierter. Wichtig ist, dass ihr euch während des gesamten Workouts wohlfühlt dabei. Wir starten natürlich wie immer mit einem kleinen Warm-up, um alles einmal ein bisschen durchzumobilisieren. Der Anfangsteil sorgt jetzt dafür, dass wir den Puls ein bisschen nach oben bringen und dann würde ich sagen, ich drehe die Musik ein bisschen lauter, wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go. Auf geht's. Gut, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ja, dann starten wir. Ihr marschiert erstmal ganz locker mit mir am Platz. Zieht mal eure Knie ein bisschen höher. Und jetzt starten wir mit einem Single Knee Lift. Ihr zieht einfach ganz entspannt eure Knie hoch. Locker im Wechsel. Bleibt schön gerade im Rücken. Und jetzt zieht ihr mal die Arme mit. Von oben nach unten. Sehr gut. Das machen wir noch viermal. Zweimal mehr. Jetzt gehen die Knie zur Seite. Und ihr dreht euren Oberkörper leicht mit ein. Hoch, hoch. Wenn ich euch zu schnell bin, macht ihr es einfach langsamer. Zieht jetzt mal die Ellenbogen mit. Diagonal zum Knie. Höp, höp. Noch vier Stück. Dreimal mehr. Zweimal noch. Und jetzt marschieren wir wieder locker am Platz. Und starten mal mit einem Tap zur Seite. Tap, tap, rad, tap, rad. Jetzt nimmt mal die Arme mit. Ganz locker in der Mitte kreuzen. Auch hier machen wir noch acht. Noch sechs. Lasst den Oberkörper vorne. Zweimal mehr. Wir machen das Ganze nur mit einer Seite. Beugt mal euer Standbein leicht. Jawohl. Und die letzten. Noch viermal. Drei mehr. Zweimal noch. Wir wechseln die Seite. Standbein bleibt gebeugt. Machen wir noch vier Stück. Drei mehr. Gleich das Ganze wieder im Single. Links und rechts. Auf geht's. Wunderbar. Unsere letzten vier Stück. Vier noch. Drei mehr. Zweimal noch. Landschuss nach hinten. Gleicher Schritt. Nur einfach zurücksetzen. Eure Arme zieht ihr lang mit vor. Genau. Schön dynamisch die Arme mitziehen. Auch hier haben wir noch acht Stück mehr. Noch sechs. Ihr könnt euch denken, was kommt. Auch hier machen wir gleich ein Bein zur Zeit. Okay? Jetzt. Und mach mal anstelle des Taps eine Knee-Lift. Das Knie einfach hochziehen. Arme schön dynamisch mit. Sehr gut. Und wir wechseln. Machen wir die letzten vier Stück. Noch vier. Dreimal mehr. Gleich das Ganze wieder Single, Single.
Jetzt öffnet und in der Mitte schließen. Arme mit. Öffnen, schließen. Zieht mal hierbei eure Daumen schön zurück. Schiebt euren Po tief. Genau. Beide Füße immer gleichmäßig belasten. Das machen wir noch 8-mal mehr. Noch 8. Die letzten 6. Jetzt noch 4. Danach lassen wir gleich die Beine geöffnet und bleiben tief. Jetzt. Bleibt hier. Und ihr verlagert. Von links nach rechts. Dreht mal die Schultern schön mit ein. Sehr gut. Passt auf. Ein Arm. Geht tief und hoch. Ihr geht tief, hoch. Schön lang strecken. Jawohl. Und das Ganze mit dem anderen Arm. Kommt hoch, tief, lang, tief. Macht die letzten 4. 3 mehr. 2-mal noch. Und jetzt bleibt ihr nochmal in der Mitte. Kommt tief. Ellenbogen gegen die Oberschenkel. Und von hier aus dreht mal ganz leicht die Hüfte bzw. die Knie nach innen und nach außen. Ja. Bleibt in der Mitte, setzt eure Hände ab und jetzt streckt und beugt mal die Beine. Schiebt mal den Po hoch und tief. Versucht mal die Hände möglichst weit am Boden abzusetzen und eure Knie möglichst weit in eine Streckung zu bringen. Das machen wir noch 4-mal mehr. Noch 2. Jetzt bleiben wir oben, halten die Spannung und drehen die Arme im Wechsel. Schaut mal. Hoch und tief. Der Blick geht mit hoch zum Daumen. Sehr gut. Schön aufdrehen. Zieht den Daumen zurück. Weiter. Macht es mal schön dynamisch für die letzten 8. Noch 8. 7 mehr. 6 noch. Und die letzten 4-mal. Nur noch 4. 3 mehr. 2 noch. Jetzt rollen wir uns nach oben auf. Gut, kreist einmal eure Schultern. Ganz locker. Schön dynamisch. Jetzt mal nur einen Arm. Schön großer Armkreis. 4 mehr. 3 mehr. Und das Ganze mit dem anderen Arm. Jetzt. Fließende Bewegung. Von hier aus kommen wir in die Rotation. Schaut mal. Dreht mal die Fußspitzen mit ein. Die Ferse geht hoch. Zack. Zack. Lass die Ellbogen auf Schulterhöhe. Noch 4-mal mehr. 4 mehr. 3 mehr. Achtung. Zieht die Arme im Wechsel. Lang nach oben. Eure Rippenbögen auseinanderziehen. Eure letzten. Noch 8. 7-mal. 6. Und wir haben noch 4 Stück. Dann haben wir das Warm-up durch und starten mit dem ersten Block. Okay? Rollt euch einmal auf. Gut. Erste Runde Warm-up geschafft. Wir beginnen mit dem ersten Block. Variante 1, die Einsteiger-Variante. Schau, Tap. Das ist die Einsteiger-Variante. Fortgeschrittene Variante, ein Skater. Ihr wählt euren Part. Let's go. Macht es entweder dynamisch mit mehr Sprungkraft. Optional könnt ihr das Ganze moderater machen. Ja? 30 Sekunden noch. Komm.
wichtig. Immer in eurem Tempo. Macht weiter und landet auf dem ganzen Fuß. Der Fuß drückt euch kraftvoll ab. Noch 15 Sekunden. Fertig. Jawohl. Und die letzten. 4 mehr. 3 mehr. 2 noch. Letzter. Und stopp. Okay. Zweiter Schritt. Beziehungsweise zweite Übung. Du gehst mit dem Fuß nach hinten, bleibst gerade, du gehst. 1, 2, 3, dann ein enger Squat, dann der andere. 3 kurze Federn, 4 rück zur Mitte, okay? Komm, los geht's. Mitte, 3, 2, mach dich gerade. Wieder zur Mitte. Tief. Gut, noch 30 Sekunden. Mitte. Beide Füße gleichmäßig belasten. Tief, tief. Mitte. Hopp. Noch 15 Sekunden. Sehr gut. Mitte. Tief. Nochmal. Bleibt mal mit mir tief unten. Übung 3. Kommt in die Plank. Bei der Plank positioniert die Hände direkt unter den Schultern. Und jetzt zieht mal die Knie seitlich ran. 1. Wenn euch das zu viel ist, den Fuß anzuheben, dann tappt ihr den Fuß einfach vorne ab. Ja? Los geht's jetzt. Entweder der Tap oder der Knee-Lift. Und auch hier wählt ihr wieder euer eigenes Tempo. Noch 30 Sekunden. Kommt. Bleibt schön stabil in eurem Rücken. Sehr gut. Kommt. Weiter. Und die letzten 15 Sekunden. Komm. Noch 7. Noch 6. Machen wir noch 4. 2 mehr. Der letzte. Und stopp. Sehr gut. Das war Block 1. Die ersten 3 Übungen haben wir durch. Wir wiederholen alles nochmal von Anfang an. Starten also wieder mit dem Skater, dann den Ausfallschritt, dann die Mountain Climbers. Okay? Ihr wählt eure Intensität, macht euch bereit, Zeit beginnt. Komm. Arme schön mit, zack. Wenn ihr euch noch nicht ganz so sicher fühlt, habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, den Fuß ranzusetzen. Ihr entscheidet. Ja? Komm, 30 Sekunden noch. Und wenn ihr noch mehr wollt, könnt ihr natürlich noch ein bisschen tiefer gehen. Auch das ist eine Option. Ihr entscheidet. Noch 15 Sekunden. Ja. Macht es so, wie es passt. Arme gehen auch mit. 3, 2, durchatmen. Bringt euch in Position. 3 kurze. Dann eng. Auf geht's. Eng. Tief, tief. Nochmal. 1, 2. Mitte. Machen wir noch 30 Sekunden. Bleibt lang im Rücken. Bein. Achtet immer schön auf euer vorderes Knie. Bleibt hinter der Fußspitze. Komm. Mitte. Letzter. 3, 2, 1.
weiter geht's. Hello. Gut. Mach dich stark. Hände wieder schulterbreit. Bauch gespannt. Aus dem Schultergürtel rausstützen. Und die Zeit beginnt. Halt. Anstelle des Knielifts könnt ihr natürlich auch einen Tap machen. Ja? Wenn ihr das Knie ranzieht, dann atmet mal schön aus. Okay, noch 30 Sekunden. Ab jetzt. Zack. Stimmt gar nicht, es waren nur noch 15. Nicht so schlimm. 4 noch. 3. Ach komm, was ist das schön? Jetzt gebe ich euch noch 4 Stück mehr. Noch 4. 3. Der letzte. Und stopp. Sehr gut. Das war Runde 2. Weiter geht's mit Runde 3. Seid ihr startklar? Eine Runde Skater. Perfekt. Dann beginnen wir. Jetzt. Cup. Cup. Variante 1. Fuß ranziehen. Variante 2. Fuß oben. Variante 3. Arme mit. Cup. Noch 30 Sekunden. Ihr entscheidet. Arme schön lang mit. Gerade lange rücken. Gut. Noch 15 Sekunden. Jetzt. Auf geht's. Zieht. Hep. Hep. Kommt alle. Zieht schon durch. Noch 4. 3. 2. Und durch. Ich brauche einen kleinen Schluck. Prost. Oh, hallo Miri. So. Auf geht's. Ready? Let's go. Eng. 3. Genau. Versucht mal, euren Po schön tief zu schieben. Hopp. Nochmal. Und tap. 1, 2. Nochmal. Schön langer Schritt. Sehr gut. Unsere letzten 15 Sekunden. Auf geht's. Schaffen wir zusammen. Und tief, tief, tief. Let's go. Cut. Auch wenn die Beine schon ein bisschen schwer werden, die Runde ziehen wir durch. Ich gebe euch noch 2 Stück mehr. Eine noch. Okay. Stopp. Kommt wieder tief. Das ist Runde 3. Und damit die letzte von unserem ersten Block. Macht euch startklar. Also, Hände schulterbreit, Bauch fest. Wir beginnen jetzt. Zieht und zieht und weiter. Komm, noch 30 Sekunden. Auf geht's. Dabei ausatmen. Weiter. Und versucht dabei schön darauf zu achten, dass ihr nicht ins Hohlkreuz fallt, sondern stützt euch intensiv raus aus dem Schultergürtel. Die letzten 4. 2 mehr. Letzter. Und stopp. Sehr gut. Erster Block geschafft. Weiter geht's mit Block 2. Auch hier kombinieren wir wieder 3 Übungen miteinander. Übung 1 ein bisschen kardiolastiger. Übung 2 was für die Beine. Übung 3 Core-Schultermuskulatur. Okay?
Bleibt in Bewegung. In 15 Sekunden geht's los. Ganz easy. Schaut mal. Jump, jump. Und 1, 2, 3 und 4. Außen, außen. Andere Variante, wenn ihr nicht springen wollt, dann macht ihr das. Tap, tap, lunge, lunge. Oder jump, jump, tap. Setzt mit ein, kommt. Die offizielle Zeit beginnt ab jetzt. Komm, tap, 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 zieh, tap, zieh. Macht es so, wie es für euch passt. 2, 3, 4. Wenn ihr weniger wollt, dann macht ihr es moderat. Ja? Ihr entscheidet. Entweder moderat oder mehr Energie. Zack, zack, zack. Noch 15 Sekunden. Komm. Die letzten zweimal. Hoch, hoch. Einen haben wir noch. Letzter. Und stopp. Gut. Variante 1, beziehungsweise, Entschuldigung. Übung 1 haben wir durch. Jetzt machen wir beide einen Cross-Squat. Dazu öffnet ihr beide Beine. Fußspitzen schauen nach vorn. Schaut mal. Cross-Squat. Split-Squat. Wir kombinieren. Einen gekreuzten und einen lang. Beim Cross-Squat geht es schön tief. Dann kommt ihr hoch. Dann in den Split-Squat. Wieder lang. Okay? Auf geht's. Tap. Ihr entscheidet euch für euer eigenes Tempo. Wenn ich euch zu schnell bin, macht es langsamer. Gar kein Problem. Wichtig ist, dass ihr schön sauber arbeitet. Ja? Machen wir noch 15 Sekunden. Tap. Cross. Split. Beim Split Squat hier bleibt immer ein Bein schön lang. Letzter. Und stopp. Das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, die Hüfte immer schön neutral in der Mitte zu lassen. Aufgerichtet, Bauch fest, Schultern zurück, jetzt die andere Seite. Auf geht's. Cross. Split. Cross Squat. Split Squat. Tief. Tap. Jawohl. Noch 30 Sekunden. Yes. Schaut mal, beim Split Squat bleibt der Rücken schön lang. Das ist wichtig. Langer Rücken. Der Kopf bleibt in Verlängerung eurer Wirbelsäule. Noch 15 Sekunden. Schaffen wir. Tief. Tap. Tief. Einmal noch. Der letzte. Und stopp. Sehr gut. Habt ihr noch gute Laune? Ich hoffe doch. Okay, kommt mit mir mit. Schaut, auch hier wieder eine schöne Plank. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, ich liebe Planks in allen Variationen, weil es einfach so eine hervorragende Ganzkörperübung ist, die vor allem die komplette Core-Muskulatur so schön kräftigt und stärkt. Und von daher baue ich sie eigentlich in fast jedes Workout ein. Also kommt mit mir mit. Ihr habt immer die Möglichkeit, die Plank einfach nur zu halten. Ich mache jetzt Mountain Climbers. Und zwar 1, 2 und dann halten. Langsam. Pass auf, ihr geht. Schnell, schnell und halten. Schnell. Das Ganze können wir noch schneller machen. Das heißt Single, Single, Stopp. Single, Single, halten. Ihr wählt euer Tempo. Stopp. Tap. Tap. Macht weiter. Dabei die Atmung schön mitnehmen. Kurz, kurz, halt, weiter. Kurz, kurz, halt. Macht weiter. Tap. Den Kopf nicht fallen lassen. Lasst den Kopf stehen.
stabilisiert. Noch 15 Sekunden. Ja. Noch 4. 3. 2. Und stopp. Eieiei. Mir ist warm. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Wobei, ich habe auch schon ganz schön vorgeschwitzt. Ich hatte eben schon eine Cardio-Step-Stunde. So, ich mache es ein bisschen leiser. Ihr habt noch gute Laune, oder? Perfekt. Dann starten wir. Cardio-Teil, Jumping Jack. Go. Hup, hup. Lang die Arme. Hoch, hoch. Zack, 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 zack. Oh, hoppala. Macht weiter. Das war fertig. Ihr macht weiter. Die muss einmal wischen. So, Besseres will ich mir jetzt nicht leisten hier. Nochmal, let's go. Die letzten 15 Sekunden. Weiter. Zack, zack, zack. Hoch. Denkt dran, ihr habt auch die Möglichkeit. Ich gebe euch noch 15 Sekunden. Ihr wählt eure Variante. Letzter Durchgang. Noch einmal. Und stopp. Gut, weiter geht's. Übung 2. Cross Squat, Split Squat. Macht euch startklar. Stabiler Stand. Bauch fest, gerade Rücken, auf geht's, Cross, Split. Und denkt nochmal daran, die Geschwindigkeit ist nicht relevant. Ihr macht es mit eurem eigenen Tempo. Noch 30 Sekunden. Wichtig ist, dass ihr in der Mitte hier immer wieder schön gerade zurückkommt. Ja? 15 Sekunden, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kurze Pause, sehr gut, kurz durchatmen, kurz einmal sammeln, 45 Sekunden zur anderen Seite. Unsere Zeit beginnt jetzt. Hop. Split. Kreuzen. Split. Nochmal. Tief. Schön kontrolliert bleiben. Gerade Rücken. Bauch gespannt. Lange Wirbelsäule. Weiter. Sehr gut. Kommt, strengt euch an. Wir haben es gleich geschafft. Noch 15 Sekunden, auf geht's. Weiter. Zieht durch. Ich gebe euch noch 2. Jawohl. Der letzte. Und kurze Pause. Dritte Übung. Runde 2. Kommt wieder in die Plank. Zuerst einmal nochmal schön durchatmen. Hände wieder schulterbreiten. Ganz wichtig, ne? Macht nicht das hier. Nicht den Po hier nach oben. Po und Schultern eine Linie. Wir beginnen jetzt. Single, single, stopp. Stopp. Sie, sie. Ihr könnt es natürlich auch langsam machen. Auch langsam ist eine Variante. Ihr entscheidet. Noch 30 Sekunden. Komm. Höp. 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 Und die Atmung, die nehmt ihr mal richtig schön mit. Wenn ihr nämlich intensiv ausatmet, habt ihr automatisch mehr Spannung in eurem Bauch sowie in eurem unteren Rücken. Letzter. Und stopp. Sehr gut. Runde 2 ist durch.
euch noch eine. Ich hoffe, ihr habt noch Lust, mit mir eine Runde durchzustarten. Natürlich. Dafür sind wir hier, um nochmal gemeinsam Gas zu geben. Jumping Jack, Scissors oder Lunge. Lunge, eure Entscheidung, auf geht's. Komm. Nochmal. Noch. Komm, Leute, zieht durch mit mir. Andere Variante, habt ihr euch gemerkt, ist die hier. Ne? Wenn ihr nicht springen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das moderat zu machen. Noch 15 Sekunden. Weiter. Sehr gut. Auch wenn ich euch nicht sehen kann, ich glaube, ihr seid noch alle voll dabei, oder? Komm, ich gebe euch noch ein paar. Noch 6. Noch 4. Nochmal. Letzter. Und stopp. Perfekt. Nächste Übung. Cross Squat. Split Squat. Unsere Zeit beginnt jetzt. Cross. Split. Lasst euch nicht hetzen, weder von der Musik noch von mir. Euer Tempo, das gestaltet ihr selbst. Lieber 2-3 Wiederholungen weniger, dafür aber schön sauber und kontrolliert. Jawohl. Noch 15 Sekunden. Perfekt. Tief. Machen wir noch 2. Letzter. Kurze Pause. Durchatmen. Andere Seite, gleiches Spiel nochmal. Macht euch stabil. Einmal kurz sammeln. Zeit beginnt jetzt. Cross. Split. Und hier immer schön den ganzen Fuß absetzen. Macht weiter. Kommt. Das ist ein gutes Stück, finde ich gerade. 30 Sekunden noch. Komm. Langsamer.
So. Okay, machen wir uns startklar. Rückenlage, finaler Endspurt. Wir beginnen in der Rückenlage. Oh, herrlich. Rückenlage ist gut. Beide Füße bleiben hier, da wo sie sind. Jetzt legt mal eure Handflächen. Zack, zack. Lasst sie nach oben schauen in Richtung Himmel, in Richtung Decke. Zieht euren Oberkörper nach vorn und jetzt schiebt ihr mal, schaut mal, die Außenkanten eurer Hände, die schiebt ihr an den Oberschenkel nach oben. Auf geht's. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, den Kopf eigenständig zu halten, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, den Kopf zu unterstützen und klassische zu machen, aber versucht mal hier nach oben zu gehen und die ganze Atmung mitnehmen. Komm, noch 15 Sekunden, noch 8, 7, 6, 5, machen wir noch 4, 4 mehr, 3, 2, Pause. Bleibt hier, von hier aus in die Bauchlage. Ihr wisst ja, ohne starken Rücken keinen starken Bauch und ohne starken Bauch keinen starken Rücken. Stellt eure Fußspitzen auf, spannt euren Po leicht an, bringt die Arme nach oben und jetzt zieht ihr einen Seilzug nach unten. Greift mit den Händen nach. Eins, zwei, drei, vier. Wenn eure Arme tief gehen, atmet ihr schön aus. Noch 15 Sekunden. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, der letzte. Kurze Pause. Okay, wieder umdrehen. Erste Übung. Ihr seid bereit? Handflächen nach vorn und wir schieben. Komm. Macht mal ein leichtes Doppelkipp und zieht euch kraftvoll hoch. Eure ganze Atmung geht schön mit. Zieht und tief. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Weiter. Fünf. Sechs. Zieht durch. Kommt. Sieben. Schafft ihr noch eine Runde? Ja, klar. Machen wir noch. 15 Sekunden mehr. Kommt. Oh, anstrengen. Noch vier. Drei, zwei und letzter. Und schon wieder umdrehen. Zack. So, Fußspitzen aufstellen, Po anspannen, Arme nach vorn und wir ziehen. Komm, zack. Versucht mal den Oberkörper schön oben zu lassen. Machen wir noch 30 Sekunden davon. Schön die Ellenbogen in Richtung Hüfte ziehen. Zack. Weiter. Die letzten 15 Sekunden. Kommt. Noch 8. 7. 6. Machen wir noch 4 Stück mehr. Noch 4. 3. 2. Der letzte. Und stopp. Sehr gut. Wir drehen uns rum. Auf den Rücken. Bleiben entspannt.
Aber nur ganz kurz, denn wir starten jetzt mit Runde 3. Mach dich bereit. Handflächen nach oben und die Zeit beginnt jetzt. Komm, zack. So, jetzt nochmal den Bauch. Schön fest anspannen, Leute. Zieht mit Kraft. Komm, zack. 30 Sekunden noch. Und fest. Zieht. Spürt, wie die Bauchmuskulatur arbeitet. Eure letzten 15 Sekunden. Komm, zieh. 1, 2, 3, 4. Komm, schmack es. 5, 6, 7. Wollt ihr noch ein paar? Habe ich mir gedacht. Okay, kriegst du noch. Noch 8. Noch 7. Komm. Noch 6. Und die letzten 4 Stück. 4 mehr. Noch 2. Der letzte. Oh. Turnaround. Runde 3 und damit unsere letzte. Und dann haben wir es. Mach dich startklar. Fußspitzen aufstellen. Po anspannen. Und wir beginnen. Zieht nochmal. Schön mit den Händen nachgreifen. Versucht den Oberkörper oben zu lassen. Der Kopf bleibt in Verlängerung eurer Wirbelsäule. 30 Sekunden noch. Schön die Atmung mit. Weiter. Eure letzten 15 Sekunden. Kommt. Nur noch 8. 7. 6. Wir haben es gleich. Machen wir noch 4 Stück mehr. 4. 3. 2. Der letzte. Und fertig. Leute, ihr habt sehr gut mitgemacht. Macht noch ein kurzes kleines Stretching mit mir. Und dann erzähle ich euch ganz zum Schluss noch was zur nächsten Woche. Komm, die 2 Minuten, die haben wir noch, oder? Greift mal die Fußspitze an. Und dehnt mal die Vorderseite eures Oberschenkels. Jetzt kommt noch ein bisschen Entspannung. Nächste Woche bin ich wieder für euch am Start. Natürlich wie immer jeden Dienstagabend. Von um 18.30 Uhr bis um 19.15 Uhr. Wechselt den Fuß. Nächste Woche steht eine schöne Bauchbeine-Po-Stunde auf dem Plan. Eine klassische Bauchbeine-Po-Stunde. Wo wir ganz schön was, also schöne Übungen für die Gesäßmuskulatur mit einbauen. Ist ja nicht so, dass wir es heute nicht getan hätten, aber viele klassische Übungen nächste Woche. Löst die Spannung. Stellt beide Hände auf Brusthöhe auf, stützt euch ab. Kommt nach oben in den Vierfüßlerstand. Setzt euch mit dem Po auf den Fersen ab und streckt eure Arme lang nach vorne. Zieht mal die Fingerspitzen schön lang nach vorne. Und kommt einmal nach oben. Setzt nochmal die rechte Hand etwas weiter in der Mitte ab. Zieht den Bauchnabel nach innen. Stellt euch vor, ihr wollt mit den Knien hier einen leichten Bein zusammendrücken. Und jetzt dreht ihr den anderen Arm nach oben auf. Der Blick geht hoch in Richtung Daumen. Tiefluft. Atmet aus.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen schwitzen können und habt eure Muskulatur gespürt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne diesen Kanal abonnieren, um einfach auch immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und lasst es euch gut gehen. Bleibt vor allem gesund. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.